Diesen fünf gefallen die Pläne, die auf dem Tisch liegen, überhaupt nicht. Pläne der Lech-Stahlwerke, einem Unternehmen der Max-Eicher-Gruppe, deren Stahl die Welt bewegt, aber eben auch die Mitglieder von Bürgerinitiativen von Meitingen. Es reicht, wir wollen keine Kapazitätserhöhung. Wir halten seit Jahren Dreck und Lärm aus. Muss es hier am Standort sein? Gibt es nicht bessere Flächen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Das einzige Stahlwerk Bayerns will größer werden. Nach eigenen Angaben muss es größer werden, um auf dem Markt auf Dauer zu bestehen und Arbeitsplätze in Meitingen zu halten. Die Lech-Stahlwerke wollen neue Geschäftsfelder erschließen und mehr Schrott recyceln. Das braucht Platz. Deswegen soll ein Teil des angrenzenden Lohwaldes abgeholzt werden. Es ist ein Bannwald, der Lärm und Luftverschmutzung abfangen soll für die angrenzenden Bewohner. Die Lech-Stahlwerke bieten dafür eine Ausgleichsfläche an. Doch das sehen die Umweltschützer kritisch. Wenn man das so genau betrachtet mit diesen Ausgleichsflächen, ist es so, dass eigentlich ein paar Pflänzchen auf eine Wiese gestellt werden. Und das niemals ein Ersatz sein kann für diesen Wald hier. Man kann auch diese Tiere nicht einfach von heute auf morgen umsiedeln. Die brauchen ja wirklich einen gewachsenen Wald. Damit die Lech-Stahlwerke ihre Pläne umsetzen können, ist jetzt ein behördliches Verfahren notwendig, bei dem sowohl ein Flächennutzungsplan als auch ein Bebauungsplan geändert werden müsste. Das ist, glaube ich, jetzt die absolut klassische, richtig schwierige Situation für eine Kommune, für auch jeden einzelnen Gemeinderat, in der einerseits ein für uns durchaus nachvollziehbares unternehmerisches Interesse, den Standort zu sichern, den Standort auszubauen und zu erweitern, dem gegenübersteht, was in diesem Fall durchaus auch eine ziemlich harte Nuss ist in der Abwägung mit insbesondere Eingriffen im Bereich der Umwelt. Ein großer Konflikt in Meitingen. Die Lech-Stahlwerke haben gestern Abend die Pläne erläutert und versucht, die Bürger auf ihre Seite zu kriegen. Kameras und Mikrofone waren nicht zugelassen. Ein Interview mit den Lech-Stahlwerken auch nicht möglich. Nach fast 4 Stunden Versammlung treffen wir die Bürgerinitiativen wieder. Ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen. Wir haben heute gelernt, dass unter der Prämisse der Gewinnmaximierung dem Werk es recht ist, alles zu machen. Und dass die Argumentation ist, man muss immer wachsen, man muss wachsen. Und Ökologie und Ökonomie einfach nicht in Einklang gebracht werden muss. So habe ich die Werksführung verstanden. Eine Entscheidung über die Zukunft des Bannwaldes und des Stahlwerks wird allzu schnell nicht fallen. Vielleicht erst nach der Kommunalwahl, denn die Erweiterungspläne sind in Meitingen ein heißes Eisen, mit dem sich die nächste Zeit erstmal Gutachter der Behörden beschäftigen werden.